In unserer Facebook-Gruppe wird diskutiert, ob sich das Investieren in Immobilien lohnt und dann gespickt auch noch mit einer Menge persönlicher Kritik an Stefan und mir. Vlogfolge 241. Wunderschönen guten Morgen. Ich finde diese Diskussion sehr wertvoll und möchte deshalb die beiden Themen jetzt mal auseinandernehmen. Also versuchen, die Frage aus meiner Sicht zu beantworten. Lohnt sich das Investieren in Immobilien noch bei der aktuellen Marktlage oder treibt es die Leute in den Ruin und worauf muss man achten? Und dann reagieren auf tatsächlich sehr persönliche Kritik, wo es einfach mir ein Anliegen ist, meine Gedanken dazu auch mal auseinander zu sortieren. Okay, also es ist eine Menge drin. Ich versuche es mal jetzt, wie gesagt, zwei zu teilen. Der erste Punkt, der Frank übrigens hat den Post gestartet, dann gab es eine Diskussion. Der Kernpunkt ist, eine goldene Nase verdienen mit Betongold, mit Immobilien, ist vorbei. Der Zug ist abgefahren, sagt er. Und es ist gefährlich. Amateure, die noch bei der alten Oma die Miete erhöhen, werden nicht erfolgreich sein. So, das ist das eine. Und dann gibt es noch einen zweiten Teil Kritik an Stefan und mir, beziehungsweise an Immocation, auch das, was wir selbst mit Immobilien tun. Und ich möchte auch das, habe ich sowieso für den Vlog vorgenommen, nochmal wieder richtig einordnen. Nicht, dass irgendjemand da denkt, wir selbst glauben, wir sind die Superhelden. Und mit dem, was wir hier zeigen, haben wir den heiligen Gral der Immobilienanlage gefunden. Das wäre vollkommener Quatsch. Aber dazu gleich. So, und im Kern schwingt mit in dem Post in meinen Augen, wer da eben zu sehr schnellen Reichtum will, wer jetzt in der Marktphase, wo die Preise ja durchaus hoch sind, Risiken nicht beachtet, Harakiri 110% finanziert und solche Geschichten, der lebt gefährlich und es ist in der Tat so, wir könnten uns nicht einiger sein. Also es ist vollkommen klar, dass man genau wissen muss, was man tut. Lohnt sich das Investieren in Immobilien jetzt noch? Also jetzt muss man wieder unterscheiden, buy and hold, also ich kaufe was, halte es und freue mich über Geld, was da möglicherweise rauskommt, heute oder in der Zukunft und dann auch noch den Immobilienhandel fix and flip. Ich sortiere es mal kurz ein, wie ich das sehe. Buy and hold, heute anzufangen für die Altersvorsorge. Also ich investiere heute in eine Immobilie, gucke, dass die Mieteinnahmen im guten Verhältnis stehen. Dafür gibt es im Übrigen eine Kennzahl, Bruttomietrendite, und die ist tatsächlich aussagekräftig dafür. Ja, das heißt nicht, bloß wenn es eine gute Mietrendite gibt, kann ich jede Immobilie kaufen. Ist ganz gefährlich. Es gibt an scheiß Standorten auf dem Land 10%, nur die haben dann einen Haufen Leerstand. Es gibt auch sonst wahrscheinlich sehr baufällige Immobilien mit höheren Renditen, als üblich wäre in diesem Markt. Auch da muss man natürlich sehr genau wissen, was man kauft. Aber die Mietrendite ist eine entscheidende Kennzahl, weil sie sagt mir, wie viel Mieterträge stehen dem gegenüber, was ich an Kosten habe, nämlich an Bankrate und Kosten für die Bewirtschaftung. Und da bitte, und das ist in jedem unserer Inhalte drin und mir ein Anliegen, bitte dort drin Rücklagen berücksichtigen für Instandhaltung in angemessener Höhe. Und bitte dann auch bei Buy and Hold, auch für Altersvorsorge, darauf achten, dass ich nach dem Kauf einer Immobilie nicht 0 Euro auf dem Konto habe. Ja, manche sagen zum Beispiel eine halbe Jahres-Netto-Kaltmiete, andere sagen eine ganze Jahres-Netto-Kaltmiete, je nachdem, was ich auch für ein Objekt kaufe, sollte ich einfach auf der hohen Kante haben für diese Immobilie, weil wer weiß, die Rücklagen müssen sich erst aufbauen. Ich muss ja möglicherweise noch investieren in etwas, was ich an der Ankaufsprüfung nicht entdeckt habe. So, aber das Schöne ist, und deshalb sind wir davon mega überzeugt, das kann man tatsächlich alles lernen, das kann man alles kalkulieren und das geht auch heute noch auf. Kaufe ich heute einen soliden 5%er an einem soliden Standort, muss ich mir ein bisschen Mühe geben, das zu finden. Ja, die stehen nicht auf Immobilien-Scout Seite 1, ist klar. Dann ist das eine hervorragende Altersvorsorge. Kann ich davon morgen von dem passiven Einkommen leben oder gar irgendein passives Einkommen rausziehen? Nein, ich lege wahrscheinlich sogar noch ein bisschen was drauf jeden Monat. Aber über 20, 30 Jahre ist das eine geniale Investition, eben vor allem, wenn ich darauf achte, dass mein Konstrukt in Summe immer gut passt. So, zweiter Fall, Buy and Hold, um nächstes Jahr davon leben zu können. Das ist extrem schwierig und nur dann möglich, wenn man entweder viel Eigenkapital einsetzt oder wahrscheinlich in Kombination Immobilien extrem entwickelt und sich einfach sagt, ich mache mich auf den Weg, Profi-Investor zu werden. Ich sage gleich, was unser Modell ist. Zweieinhalb des Vlogs, wir probieren sowas in der Richtung. Aber also Buy and Hold, wo ich aggressiv Renditen heben möchte, die also, wo ich sage 8% Mietrendite habe, wo also Bankrate, Kosten und dann bleibt noch ordentlich Cashflow übrig im Hier und Jetzt, nicht erst in 20, 30 Jahren.
Das ist extrem schwierig. Das ist meistens verbunden, wenn Leute das hinkriegen, mit der Entwicklung einer Immobilie. Und dazu gehört, die Miete zu erhöhen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten und dabei bitte auf Mieter achten und fair und alles vorgehen. Ich sage gleich noch was zu uns persönlich, wie gesagt. Und zum Zweiten, dass ich die Immobilie entwickle, also möglicherweise zum Beispiel Wohnraum schaffe oder andere Entwicklungsmaßnahmen mache, die mir am Ende die Rendite erhöhen. Wenn ich das natürlich drauf habe, also wenn ich etwas kaufe, eine Immobilie mit einer schlechteren Rendite und ich hebe sie in eine bessere Rendite, dann kann es sein, dass ich da tatsächlich auch im Hier und Jetzt sehr viel passives Einkommen aufbauen kann. Für mich ist das eine Altersvorsorge als Ziel und das andere ist für mich, ich sag mal, Profi-Investor werden, Frührente als Ziel, möglichst bald. Und dazwischen gibt es beliebig viele Varianten. Und wer jetzt heute einsteigt, muss immer sehr, sehr genau angucken, wie stark finanziert er die Immobilien. Bitte keine 110% Finanzierung. Haben wir an ganz, ganz vielen Stellen auch schon wirklich davon abgeraten. Wirklich aufpassen, dass das Portfolio in Summe ausgeglichen ist. Und dann muss ich eben, wenn ich dann, ich sage jetzt mal, kometenhaft wachsen möchte auf 50, auf 100 Immobilien, dann muss ich irgendwo massiv Werte heben oder massiv Eigenkapital aufbauen. Und das ist dann Kategorie 3, was natürlich viele Leute dann machen, wenn sie eh schon sich mit Immobilien beschäftigen. Sie fangen an, Immobilien zu handeln. Das heißt, sie kaufen eine Immobilie, werten sie auf und verkaufen sie wieder. Manche machen da mit einem Deal 20.000, 30.000 Euro Gewinn. Andere machen mit einem Deal 500.000 Euro oder 1 Million Gewinn. Ja, sicherlich nicht mit dem ersten. Aber das gibt es. Und es gibt auch Leute, die haben das in 3, 4 oder 5 Jahren sich aufgebaut. Erster Deal, 50.000 Euro, 4 Jahre später 1 Million Marge. Vollkommen klar, dass ich mit 1 Million Marge mir wieder andere Immobilien kaufen kann, von deren passivem Einkommen ich leben kann. Ja, und so funktioniert das aus meiner Sicht dann sehr wohl. Jetzt nochmal zur Marktphase. Ich habe keine Ahnung und ich glaube auch niemand bei Immocation glaubt zu wissen, wohin der Markt geht. Das wäre Glaskugel. Aber was man, glaube ich, sagen kann, ist, die Preise sind sehr, sehr hoch. Und wenn ich heute eine Immobilie kaufe, dann hat die heute eine Mietrendite und ich muss mir klar machen, wie sicher habe ich diese Mietrendite die nächsten Jahre und wohin wird die sich entwickeln. Und das hat nichts mit den Kaufpreisen zu tun. Es ist scheißegal, ob der Kaufpreis abraucht in 3 Jahren. Wenn ich eine stabile Investition habe mit einer soliden Beleihung, dass die Bank nachher nicht auf mich zukommt und irgendwas zurückfordert, dann ist es nur entscheidend, dass ich weiter meine Miete bekomme. Können Mieten fallen? Ja, die können auch fallen, aber mit Sicherheit sehr langsam. Da muss man also auch wieder nicht auf Kante nähen, aber tatsächlich ist es nicht so entscheidend, wohin der Markt geht für ein reines Buy-and-Hold-Modell. Für Fix and Flip, das kann blöd ausgehen. Nehmen wir an, es kommt jetzt der Crash, ja, 2. Corona-Super-Lockdown. Ich kaufe gerade eine Immobilie an für 500.000 und plane, die für 800.000 wieder zu verkaufen. Corona-Crash crasht plötzlich auch in die Immobilien rein, in die Wohnimmobilien, wie es mit Gewerbe ja passiert ist. Dann zieht es mich natürlich runter und ich kann die Immobilie nicht mehr verkaufen und verliere möglicherweise Geld. Da ist gefährlich. Ich sortiere es nochmal kurz. Altersvorsorge für Buy and Hold, bitte vorsichtig vorgehen, ein absolut solides Modell, kann aus meiner Sicht und sollte sich jeder mit beschäftigen und für sich probieren, das umzusetzen. Bitte seriös die Risiken beachten und nicht davon träumen, morgen reich zu sein. Zweitens, Buy and Hold mit aggressivem Wachstum irgendwie, schnell einen großen Immobilienbestand zusammenbauen. Bitte jeder, der das probieren möchte, wir kennen viele, wir arbeiten mit vielen zusammen, die das machen, wir tun es selbst gerade. Bitte echt probieren. Ja, vielleicht ist da mehr im Leben, vielleicht geht das, vielleicht kriege ich das hin. Aber auch da dann wirklich seriös. Das ist richtig, richtig viel Arbeit. Immobilienwerte in kurzer Zeit für viele Einheiten zu heben, um damit zu wachsen, ist viel Arbeit. Und drittens, Fix and Flip, Immobilienhandel. Langsam einsteigen mit kleinen Projekten, aber da ist eine Menge Kohle drin. Ja? Und wer das zeitlich nebenbei umgesetzt kriegt oder sich gar fulltime darauf fokussiert, kann einen Haufen Geld verdienen. Das ist so. Ich kriege schon Puls bei dem Thema, weil mich das natürlich umtreibt, weil das im Kern das ist, was Stefan und ich die letzten Jahre machen. Das war jetzt hoffentlich ein wenig verständlich, auch das, was Stefan und ich dazu denken. Also ich glaube, ich kann für Stefan sprechen an der Stelle. Was ist Immocation, ist jetzt noch die Frage. Und was tun Stefan und ich? Was ist Immocation? Wir sind angetreten, weil wir glauben, dass viel mehr Menschen lernen sollten, wie das geht. Die allermeisten Menschen kümmern sich nicht um ihre Altersvorsorge, kein Vermögensaufbau. Sparen bedeutet de facto, ich halbiere mein Geld über die nächsten 30 Jahre, allein schon wegen der Inflation. Immobilien sind der Ausweg. Immobilien haben einen Haufen Risiken. Und wenn irgendwo wir rüberkommen, als versprechen wir schnellen Reichtum, dann wäre es eine Katastrophe. Und es gibt nicht einen Inhalt, wo wir irgendwo sagen, schneller Reichtum.
Wir haben im Übrigen ein Video, ganz am Anfang von Immocation, ist 4 Jahre her oder so, ein Video gemacht, in dem wir ganz sauber herrechnen, wie viel passives Einkommen entsteht, aus wie vielen Immobilien, wie schnell werde ich reich. Und dort kommt auf den Punkt raus, du kannst heute anfangen und dann hast du in 30 Jahren ein tolles passives Einkommen. Wenn du aber nächstes Jahr ein tolles passives Einkommen haben willst, ist das richtig viel Arbeit, was ich gerade sagte. Also schneller Reichtum ist es nicht und wollte Immocation, will Immocation in keinster Art und Weise sein. Wir wollen seriös ausbilden und jetzt, was ist Immocation geworden? Immocation steht für Immobilien Education. Wir wollten schon immer Wissen vermitteln. Wir haben noch nie eine einzige Immobilie vermittelt, sondern immer nur Wissen. Und der Stefan und ich sind keine Profi-Investoren. Wir haben 6 kleine Wohnungen gekauft, bevor wir Immocation gegründet haben, und haben gesagt, wir gründen jetzt ein Startup. Wir haben unsere Jobs gekündigt und aufgehört, Immobilien zu kaufen, weil wir keine Bonität mehr hatten. Wir wollten eine Plattform erschaffen, auf der seriös Wissen geteilt wird, damit eben genau der Unterschied gemacht wird, damit Leute seriös ausgebildet werden und nicht in die Fallen tappen und 110% finanzieren und danach kein Geld mehr haben, bei schlechten Immobilien auf die Nase fallen. Und wir haben dazu vor allem ein großes Ausbildungsprogramm, aber auch viele, viele andere Dinge. Und wir arbeiten dort mittlerweile mit über 20 Profi-Coaches zusammen, für die wir stehen, die wir als erfahren und als Profis bezeichnen, in ganz unterschiedlichen Disziplinen. Jeder von denen hat eine andere Meinung, jeder von denen hat ein anderes Modell, von denen kann man aber extrem viel lernen. Wir haben das Ganze vor allem in ein großes Programm gepackt. Dieses Programm ist mittlerweile eine Bildungseinrichtung. Wir geben uns richtig Mühe, Menschen zu transformieren. Das ist unsere Aufgabe. Übrigens, jeden Tag ist Arbeiten bei Immocation mittlerweile über 70 Leute. Und deshalb, das ist jetzt gleich die Überleitung zu dem, was Stefan und ich machen. Wir sind Startup-Gründer, wir haben wahrscheinlich 80-Stunden-Wochen, in denen wir uns einzig und allein um ein Education-Tech-Startup mit dem Namen Immocation kümmern. Und wir produzieren Inhalte, weil wir Menschen inspirieren, transformieren wollen. 95% unserer Kunden sind gar keine Kunden, sie kaufen nie irgendetwas bei uns, sie profitieren von diesen ganzen Inhalten. Das ist genau das, was wir wollen. Wir wollen eine große Community aufbauen, die sich auch gegenseitig hilft. Daher auch eine Facebook-Gruppe. Ich möchte mich persönlich entschuldigen, dass ich nicht in der Facebook-Gruppe aktiv bin. Allerdings kann ich es auch nicht ändern. Wir haben so unfassbar viel zu tun und wir haben für die Leute, mit denen wir in unserem Ausbildungsprogramm zusammenarbeiten, gibt es eine Wissensdatenbank. Die stellen eine Frage, die haben in 48 Stunden eine garantierte Antwort von einem Profi, weil nur das hilft wirklich. Facebook ist Socializing, wir haben deswegen diese Gruppe, weil Socializing sehr wichtig ist, auch in dem Thema. Aber ich habe in den ersten 9 Monaten von Immocation jeden einzelnen Kommentar und Post persönlich beantwortet. Aber ich bin nicht mal der Profi, wie gesagt, und es macht keinen Sinn. Ich krieg's Zeit, es ist absolut unmöglich, das weiter zu tun. Also sorry dafür, weil das da auch diskutiert wurde. Weiter im Text. Unser Anspruch ist also, Leute wirklich zu transformieren und fundiert auszubilden, damit am Ende viel mehr Menschen solide Vermögen aufbauen mit Immobilien. Dieses Startup ist sehr erfolgreich für Stefan und mich. Das gehört übrigens zu 100% Stefan und mir, Immocation. Und es ist viel erfolgreicher, als wir das gedacht hätten. Und wie gesagt, über 70 Leute arbeiten hier. Wir haben in den letzten Jahren sehr, sehr viel Geld verdient damit. Auch wir beide am Ende persönlich. Wir haben sehr viel in die Firma wieder investiert und sind gewachsen, haben Mitarbeiteraufbau, alles Mögliche gemacht. Wir haben Gewinnbeteiligungsmodelle mit unseren Coaches und so weiter. Aber auch der Stefan und ich haben mehr Geld verdient, als wir das je als Angestellte hätten schaffen können. Und dieses Geld nehmen wir jetzt und kaufen davon Immobilien. Und da haben wir natürlich einen ganz guten Zugang. Und jetzt haben wir überlegt, wie machen wir das? Und das war eine lange Diskussion zwischen Stefan und mir, also wirklich intensiv, weil ich irgendwann gesagt habe, hey, wir müssen doch Immocation weitermachen. Wir können jetzt gar nicht so viel Zeit und Energie in das Immobilienthema stecken, dass wir einen Bestand von 100, 200, 300 Wohneinheiten aufbauen. Das ist ein Fulltime-Job, das ist unser nächstes Startup, wenn wir das gründen. Und wir haben lange hin und her diskutiert und haben uns dann ganz klar entschieden, okay, Immocation ist uns so wichtig, wir bleiben bei Immocation, wollen Immocation weiter wachsen lassen, und suchen uns deshalb Co-Investoren, die diesen Job machen, mit denen wir gemeinsam investieren. Wir machen Eigenkapital, wir machen Bonität, wir bringen Netzwerk ein und wir suchen Co-Investoren, meist eher auch noch eher am Anfang stehen, ich sag mal auch jung und wild, Vollgas geben wollend, und mit denen lernen wir gemeinsam und bauen einen Bestand auf. Das hat dazu geführt, dass wir in den letzten, das hat dann irgendwann Traktion bekommen, ich glaube in den letzten 9 Monaten haben wir, wenn das jetzt nur ein Deal klappt, haben wir über 100 Wohnungen gekauft. Und jetzt möchte ich ganz explizit jeden Einsteiger davor warnen,
zu glauben, man kann einfach innerhalb von einem Jahr 100 Wohnungen kaufen. Wir haben A, das Netzwerk, wir haben B, Leute, die es in dem Fall für uns tun, mit denen wir übrigens sehr, sehr eng zusammenarbeiten und natürlich da wirklich, wirklich wie ein Startup auch wieder denken. Und wir haben Bonität und Eigenkapital, die wir reingeben. Wir haben keine einzige dieser Immobilien zu 100% finanziert. Wir haben wirklich Eigenkapital reingegeben und wir haben immer noch einen Puffer, den wir zurückhalten. Ich habe keine Ahnung, wir haben so viele Häuser und Wohnungen gekauft, wir haben die geprüft, soweit wir es können, wir haben unsere Coaches zu Rate gezogen, wenn es möglich war, und dann haben wir zugeschlagen, weil es gute Deals waren, und wir werden sehen. Wir werden sehen, was jetzt passiert. Wir haben alle gekauft an Standorten, mit denen wir uns sehr wohlfühlen. Das sind alles so ungefähr 7% vom Stand weg. Das heißt, da gibt es ein bisschen Cashflow, der jetzt rauskommt. Wir haben überall eine Fantasie auf 8, 9 oder 10%. Manche davon werden am Ende 7% bleiben. Manche werden 8er, manche 9er, und dann wird da Cashflow entstehen. Und dann braucht man einen ganzen Haufen Einheiten, damit man da Stefan und mich und die Co-Investoren tatsächlich im passiven Einkommen von versorgen kann. Das ist ein extrem steiler Plan, ein extrem krasses Wachstum, und wir machen das nur, weil wir dieses Fundament von Netzwerk haben und weil das eben unser Thema ist, und das ist ein Riesenexperiment. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Ich kann nur sagen, wir planen das sehr, sehr seriös und risikoavers, was das ganze Thema Finanzierung anbelangt. So, und was ist unser Konzept dabei? Wir haben, also es wurde auch diskutiert, kaufen wir einfach nur irgendwie Wohnungen und dann erhöhen wir der Oma die Miete. Also so ein Quatsch, wir haben ganz bewusst alte Menschen ausgenommen, wenn wir Mieten erhöhen. Wir haben teilweise Immobilien gekauft mit 3 Euro Miete, also pro Quadratmeter. Selbstverständlich erhöhen wir dort die Mieten. Wir haben die beiden Häuser in Essen, wir machen ja viele Inhalte dazu. Ja, das ist ja alles nichts Neues, was ich gerade hier erzähle. Es gibt auf YouTube alle Details dazu. Es ist mir das größte Anliegen. Wir sind 100% transparent bei allem. Ja, ihr könnt alles fragen, wir versuchen alles zu beantworten und sagen euch genau, wo sind Risiken, wo nicht. Viel diskutiert unsere beiden Häuser in Essen. Wunderbar, das sind 7% beim Kauf gewesen. Mittlerweile sind es 8%, weil wir einige Mieten erhöht haben über die Amtssätze, was vollkommen in Ordnung ist. Wir würden gern irgendwann mal auf 9 kommen, mal gucken, ob wir da hinkommen. Das weiß ich nicht. Omas erhöhen wir keine Mieten, das ist vollkommen klar. Die sollen lange und ruhig ihre Immobilien genießen, und ansonsten entwickeln wir auch tatsächlich Immobilien, also heben Werte, und das machen wir mit unseren Co-Investoren zusammen. War auch ein Kritikpunkt, wir hätten diese Immobilien gar nicht selbst gefunden. Natürlich nicht. Wir haben ein ganz Akquise-Team aufgebaut, das ist unser Modell, aber das ist nicht für den Einsteiger. Bitte, wir sind mittlerweile an einem Punkt, wo wir einfach in sehr großem Maßstab skalieren, mit einem großen Netzwerk, mit einem ganzen Akquise-Team. Hi Julian. Morgen. Du merkst, ich reg mich ein bisschen auf. Noch ein Punkt, der auch da mitschwingt oder teilweise angerissen wurde. Wir wollen nur unsere Produkte verkaufen. Also wir haben ein Startup gegründet, um Umsatz zu machen, Produkte zu verkaufen, die Menschen transformieren. Selbstverständlich wollen wir unsere Produkte verkaufen. Und wie macht man das? Was ist die Strategie von Immocation? Das ist kein Geheimnis. Jeder, der zwei Bücher über Online-Marketing gelesen hat, wird verstehen, was wir machen. Das Ganze nennt sich Content-Marketing. Das bedeutet, wir produzieren den ganzen Tag. Hier gerade reinkomme ist der Julian, ist beispielsweise unser Redakteur. Ich sitze hier in einem Studio. Wir sind eine Mediencompany. Wir produzieren den ganzen Tag Inhalte, weil Inhalte Menschen transformieren, aber dabei auch Vertrauen aufbauen. Und wenn jemand Vertrauen in uns hat, kauft er ein Produkt bei uns. Und dann müssen wir aber seriös darauf achten, dass wir ein gutes Produkt haben, und das tun wir. Wir sammeln Feedback ein, wir haben eine Kundenzufriedenheit irgendwo bei 9 in unserem Produkt von 10, messen die regelmäßig und gucken, was diesen Menschen wirklich hinten dran passiert. Und genauso muss ein Startup agieren, und jeder, der uns daraus einen Vorwurf macht, sorry, der hat nicht verstanden, wie es funktioniert. So, ich glaube, damit ist alles gesagt, ist relativ lang geworden. Also Frank, wir könnten uns nicht einiger sein, was die Wichtigkeit ist, wirklich seriös in Immobilien zu investieren und dabei auf die Risiken zu achten, 100% einig. Was ich schade finde, ist persönliche Kritik. Wir haben es noch nie persönlich gesehen. Du hast keine Ahnung, was wir tun. Du kritisierst unser Modell. Du glaubst es vielleicht irgendwo gehört zu haben. Ich kann dir sagen, ich habe schon sehr, sehr, sehr vieles über uns gehört, was vollkommener Quatsch ist. Deswegen hoffe ich, dass ich ein wenig aufräumen konnte. Aber lass uns gemeinsam helfen, Wissen an die Leute zu bringen, und zwar kostenlos, selbstverständlich auch, und dabei dafür zu sorgen, dass mehr Menschen erfolgreich mit Immobilien sind. Bis morgen. Kleiner Nachtrag noch, weil der Julian mich gerade darauf aufmerksam gemacht hat, und irgendwie wollen wir auch tatsächlich zu dem Post in Summe Stellung beziehen, und
also es war noch die Frage, warum gibt es den Preis der Masterclass nirgends? Weil wir gerne, also übrigens ist kein Werbevideo, die Masterclass ist im Moment geschlossen, es gibt keine Plätze. Wir wollen, das ist ein Ausführungsprogramm, da geht es über 6 Monate Leistungsinhalte, die wir zur Verfügung stellen. Wir möchten gerne auch ein ausführliches Gespräch darüber führen, bevor wir über den Preis sprechen. Und ich glaube, das ist fair. Und jeder, der ernsthaft in das Programm kommen will, der hat auch die Zeit und spricht mit uns darüber. Und dann reden wir auch über den Preis. Löschen wir Kommentare? Erstmal, wir löschen Kommentare zum Preis der Masterclass, vor allem, wenn sie falsch sind. Und zum anderen löschen wir inhaltliche Kommentare. Also ich kriege es persönlich mit, wenn wir Kommentare löschen. In den letzten 6 Monaten, würde ich sagen, kann ich das an einer Hand abzählen, wie viele Kommentare ich persönlich gelöscht habe, außer fremdenfeindliche Kommentare, die sind sofort weg, ist klar. Was ich lösche, sind destruktive Kommentare, die irgendwie einfach nur jemanden angreifen oder einen Inhalt angreifen, ohne seriös Feedback zu geben, weil das vollkommener Quatsch ist und ich mag Destruktivität nicht. Wir wollen Menschen inspirieren, das sagte ich gerade zum Anfang vom Video, wir wollen Menschen verändern und wir wollen, dass Menschen sich in der Frage, vielleicht ist da mehr in meiner Altersvorsorge, vielleicht ist da mehr als mein Angestelltenjob im Leben, vielleicht kann ich mich verändern. Und was ich hasse ist, ja, das geht alles nicht, das ging alles nur vor 10 Jahren, es ist vollkommener Quatsch. Wie viele Leute dieses Jahr wie viel Geld mit Immobilien verdient haben, das könnt ihr euch nicht vorstellen, allein Leute, die ich persönlich kenne. Das ist richtig krass lohnenswert, wenn man weiß, wie es geht. Dabei wollen wir helfen. Bis morgen.